Am Morgen fällt noch Regen. Dallas, Texas. Der 22. November 1963. An diesem Morgen war einfach scheußliches Wetter. Hoher Besuch. Präsident Kennedy kommt. Er hat die Welt vor einem Krieg bewahrt. Doch an diesem Tag wird ein anderer Geschichte schreiben. Als John F. Kennedy mit seiner Frau Jackie eintrifft, hat der Regen aufgehört. Das wird ihm zum Verhängnis. Der Präsident lehnt die geschlossene Limousine ab und wählt den offenen Wagen. Die Menschen sollen ihn sehen können. Mr. President, sehen Sie, Dallas liebt Sie. Ich weiß nicht, ob es eine Minute, Sekunden oder zwei Minuten später war. Der erste Schuss. Drei Schüsse in 7 Sekunden. Teil des Mythos der Kennedys. Verehrt wie Helden und doch glücklos. Triumph und Tragödie, hier sind sie ganz nah zusammen. Die höchsten Auszeichnungen, sagenhafter Reichtum, all das überschattet von Tragödien. Der älteste Sohn Joe fällt im Zweiten Weltkrieg, die Schwester Kathleen stirbt bei einem Flugzeugabsturz. John Kennedy ermordet, Robert Kennedy ermordet. Und dann stürzt John Jr., der Sohn des Präsidenten, bei einem Flugunfall ab. All das erinnert sehr an eine griechische Tragödie. Die mit einem großen Fest beginnt. John F. Kennedy heiratet Jacqueline Bouvier am 12. September 1953. Damals ist es nicht die große Liebe, vor allem nicht von Johns Seite. Eher die Hochzeit zweier reicher Dynastien auf dem Weg nach oben. Joseph Kennedy, das Familienoberhaupt, ist mit der Brautwahl seines Sohnes einverstanden. John feiert in der Nacht zuvor noch einmal mit Freunden. Ich sagte Jack. Freunde nannten John immer nur Jack. Sprich einen Toast auf deine Braut aus und dann all diese Gläser ab in den Kamin. Und als wir alle neue Gläser hatten, sagte Jack, ich bin so gerührt, wir sollten meiner entzückenden Frau noch einen Toast aussprechen und dann noch einmal ab in den Kamin. Jacks Brüder sind auch dabei. Teddy, der Jüngste, und Bobby, der später sein engster Berater wird. Der Bräutigam tanzt mit einem Engel. So sehen es die vielen Hochzeitsgäste, die dem Paar kaum nahestehen. Jackie hätte eine Familienfeier im kleinen Kreis vorgezogen. Aber Jacks Vater riss alles an sich. Viele waren da, lauter Leute, die niemand kannte. Für Jack war das peinlich. Und Jackie fand es beängstigend. Mit der schönen Jackie an seiner Seite will John Fitzgerald Kennedy das Weiße Haus erobern, so wie es der Vater geplant hat. Denn nichts in der Karriere des 36-Jährigen geschieht zufällig. Nichts seit seiner Jugend. John wächst privilegiert auf, mit seinem älteren Bruder Joe und dem jüngeren Bobby. Rivalitäten werden früh gefördert.
Der Verlierer wird vom Vater oft gedemütigt. Kennedys sind Gewinner, schärft er den Söhnen ein. Verlierer bekommen keinen Trost. Selbst der kleine Ted nicht. Mutter Rose verlangt viel von ihren Söhnen. Die Mutter erzog ihre Kinder nach religiösen Prinzipien. Jeder sollte etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Besonders, wenn man so wie sie privilegiert aufwuchs. Zusammen mit den Lehren des Vaters war das eine einzigartige, starke Mischung. Erfolg und Sieg, aber immer unter der Leitlinie: Diene der Gesellschaft. Dienen, aber nur in höchsten Ämtern. Joe der Älteste soll Präsident werden, Robert zumindest Gouverneur, John Senator oder Minister. Auch für Ted wird sich etwas finden. Es ist der Aufstieg in den Olymp. So will es der Vater. Die Kennedy-Jungen glauben an den Patriarchen, der alles erreicht, was er sich vornimmt. Im feinen Hyannisport hat er den Familiensitz errichtet. Die Kennedys sind reich. Mit Geld, glaubt der Alte, lasse sich alles kaufen. Doch Hochmut steht am Beginn vieler Tragödien. Keiner der Brüder wird verschont werden. Und keiner wird sich dem Willen des Vaters widersetzen. Er bestimmt, wo es lang geht, bedingungslos. Die Kleinen, Bobby und Ted, haben nur eine kurze Frist, bis sie sich seinen Plänen fügen müssen. Joseph Kennedy drängte seine Söhne in politische Ämter. Dies war sein ganzer Ehrgeiz. Er selbst hatte noch ein Riesenvermögen in der Wirtschaft gemacht, aber nach der Krise in den 30er Jahren sagte er seinen Söhnen: Die nächste Generation mit Einfluss in Amerika kommt nicht aus der Geschäftswelt, sondern ist an der Regierung. Joseph Kennedy strebt in die Politik. 1938 reist seine Familie zu ihm nach London. Finanziell hat er ausgesorgt. Sein Vermögen hat er in New York der 20er Jahre mit Aktien gemacht. Millionen kommen hinzu, als er während der Prohibition mit Alkohol handelt. Geld ist da, nun will er Einfluss. 1938 wird er amerikanischer Botschafter in London. Der Sohn eines irischen Gastwirts hat es weit gebracht. Das Ende kommt schnell. Als die Deutschen London bombardieren, ist Joseph Kennedy nicht mehr tragbar. Seine nazifreundlichen Aussagen werden ihm zum Verhängnis, als London brennt. Im Dezember 1940 muss er gehen. Die politische Karriere ist vorbei. Und es kommt noch schlimmer. Der älteste Sohn Joe ist Kampfpilot. Er soll sich nach dem Krieg ums Präsidentenamt bewerben. Einen letzten Einsatz will er fliegen. Fast keine Gefahr, schreibt er an den Vater. Auch John F. Kennedy dient. Im fernen Pazifik befehligt er ein Schnellboot, die PT-109. Sie kollidiert mit einem japanischen Zerstörer, geht in Flammen auf. Zwei Matrosen sterben sofort, die anderen treiben im Wasser. Die letzte Mission des Kampffliegers Joe ist ein Himmelfahrtskommando. Obwohl John F. Kennedy am Rücken schwer verletzt ist, rettet er mehreren Männern das Leben. Der Bruder ein Held, da will Joe nicht nachstehen. Ist er doch der Erstgeborene. JFK wird zurückkehren. Hochdekoriert beginnt er nur ein Jahr nach Kriegsende seine politische Laufbahn.
Sein Bruder Joe wird es nicht mehr erleben. Am 12. August 1944 explodiert seine Maschine. Als Joseph Kennedy die Nachricht vom Tod seines ältesten Sohnes erhält, verteilt er die Aufgaben neu. Für ihn steht fest, einer seiner Söhne wird Präsident werden. Joseph Kennedy geht einen Handel mit dem Schicksal ein. Das Leben seiner Söhne für einen ewigen Ehrenplatz seiner Familie in der amerikanischen Geschichte. Als sein älterer Bruder Joe im Krieg starb, war ich mit Jack im Ferienhaus an der Küste und er sagte zu mir, ich spüre geradezu, wie Vater mir auf den Rücken klopft und sagt, jetzt bist du dran, du musst kandidieren. Seit seiner Jugend hat sich John dem Willen seines Vaters gebeugt. Er wird es auch jetzt tun. Denn trotz des großen Drucks, er und seine Brüder lieben den Alten. Schließlich war er immer für sie da, auch als der kleine John schwerkrank nur knapp dem Tod entkam. Nie richtig gesund, verbirgt er seine Gefühle hinter Posen. Echt ist der Wille der Söhne, es ihrem Vater recht zu machen. JFK, Bobby Kennedy und Ted Kennedy. John, Bobby und Ted Kennedy wuchsen in einer Familie auf, in der dauernd Politik diskutiert wurde. Sie kannten sich in der Innen- und Außenpolitik aus und interessierten sich auch dafür. Der Vater pflanzte seinen Söhnen den Willen zum Dienen ein, gepaart mit dem Verlangen, erfolgreich zu sein. Teddy arbeitet zunächst als Anwalt, bevor er in die Politik geht. Bobby heuert bei dem gefürchteten Kommunistenhasser Joseph McCarthy an. Und Jack wird sich hocharbeiten, vom einfachen Kongressabgeordneten zum Senator, dann zum Präsidenten. Sein gutes Aussehen, seine charmante Art werden ihm dabei helfen. Und ob er Charme hatte. Wenn er mit einem sprach, dann schweifte sein Blick nicht ab, wie bei den meisten Männern sonst. Hallo, nett Sie zu sehen. Sowas gab es nicht bei ihm. Und er hatte einen wundervollen Sinn für Humor. Doch das ist nur die eine Seite von John Fitzgerald Kennedy. Die andere wird geheim gehalten. Schon seit Jahren überlebt JFK nur mit Hilfe von starken Tabletten. Er ist ein schwerkranker Mann. Neben einer chronischen Darmentzündung leidet er an Knochenerweichung, einer kranken Niere und immerwährenden starken Rückenschmerzen. Jeder Tag kann der letzte sein. Er hatte ständig Schmerzen. Ich erinnere mich, wenn ich an Wochenenden nach Hause kam, musste er sich oft für 2 oder 3 Tage ins Bett zurückziehen, um seinen Rücken zu schonen, statt mit uns zusammen zu sein. Aber er hat all das gut durchgestanden. Und nicht nur das. Er ist seinen Weg gegangen. Ted und die ganze Familie unterstützen John in seinen Wahlkämpfen. Erst recht, als es 1960 um die Präsidentschaft geht. Längst gelten Jack und Jackie als das Traumpaar. Joseph Kennedy befiehlt, Bobby muss den Wahlkampf seines Bruders leiten. Widerspruch ist nicht möglich. Bobby fügt sich. Mein Vater und mein Onkel hatten etwas ganz Besonderes. Ihre Liebe und Zuneigung füreinander. Wenn man in etwas so Schwieriges verwickelt ist, braucht man jemanden, dem man vertrauen kann. Glück für beide, dass sie einander hatten.
Und doch sind die Brüder verschieden. Als Bobby Ethel Skakel heiratet, gibt es kein großes Fest. Zu viel Öffentlichkeit liegt ihm nicht. Robert Kennedy war konservativer als John. Er war weniger intellektuell, dafür aber emotionaler als sein älterer Bruder. Bobby war weniger liberal und viel näher an den sehr konservativen Ansichten seines Vaters. Bobby war ein bisschen temperamentvoller, John ein wenig kühler. Bobby führt seinen Bruder zum Erfolg. Die Präsidentschaft ist gewonnen. Es ist vor allem der Triumph des Vaters. Jetzt bereiten sich meine Frau und ich auf eine neue Regierung vor. Jackie sucht in diesen Tagen die Einsamkeit am Strand. Sie ist mit John Jr. schwanger, ahnt, was auf sie zukommt. Das Ende der Freiheit. Washington ist 1960 ein langweiliger, spießiger Ort. Mit den Kennedys wird sich das ändern. Noch immer zieht Joseph Kennedy von Hyannisport aus die Strippen. Jack soll Bobby ins Kabinett holen als Justizminister. Joseph Kennedy drängte und Jack akzeptierte schließlich, dass sein Bruder Bobby sein engster Berater und Vertrauter sein würde. Die Pläne der Kennedys gehen längst weiter. Eine politische Dynastie wollen sie werden. Jack sagte zu mir, wenn ich 8 Jahre im Amt war, dann wird Bobby Präsident. Ich werde in seiner Mannschaft wahrscheinlich einen guten Außenminister abgeben. Washington und der Traum von der ewigen Macht. Der Tag der Amtseinführung, eine große Inszenierung. Es ist extrem kalt, doch JFK trägt bei seiner Vereidigung nur einen Anzug, als sei er kerngesund. Der 35. Präsident der USA spricht von Aufbruch. In seiner Rede machte er dem amerikanischen Volk keine Versprechungen, sondern nannte eine Reihe von Herausforderungen. Er glaubte fest daran, dass Menschen ihr Bestes geben, wenn sie herausgefordert werden. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Er fing diesen Geist des Wandels ein mit seinen Worten, was kannst du für dein Land tun? Das war ein zentraler Aspekt seiner Rede und einer der Gründe, warum diese Idee heute immer noch nachklingt. Weggeweht, der Muff der Eisenhower-Jahre. Mit Jack und Jackie werden Geschmack und Kultur in die Hauptstadt kommen. Jackie wird zur Stilikone. Jack verkörpert den politischen Aufbruch. Eine junge Familie, die Amerika Glamour bringt. Doch auch die First Lady muss erst lernen. Als Jackie in das Weiße Haus kam,
hatte sie ein paar unbedeutende Kleider. Die Leute glauben immer, sie sei mit edlen Koffern voll mit wunderschöner Garderobe gekommen. Weit gefehlt. Alles musste erst erschaffen werden. Jackie erschafft eine neue Welt im Weißen Haus. 1000 Tage währt sie. Jackie tauft diese Welt Camelot, nach dem sagenumwobenen Schloss König Artus. Und das Präsidentenpaar hält Hof. John Jr. und Caroline, auch die Kinder haben ihre Rolle in dieser Inszenierung. Was nicht dazu passt, wird der Öffentlichkeit verschwiegen. Bilder einer offenbar glücklichen Familie. Doch vor Kabinettssitzungen muss der Präsident starke Schmerzmittel nehmen, anders geht es nicht. Dennoch arbeitet er hart und er liebt es, wenn die Kinder dabei sind. Ich kann mich noch erinnern, wie wir als Kinder im Weißen Haus Verstecken spielten. And there was just this kind of sense of. Die Atmosphäre dort war so entspannt, dass wir 3- und 4-Jährige uns trauten, im Oval Office herumzutollen. Das Weiße Haus ist eine Wohnung auf Zeit. Das Zuhause, das Kraftzentrum der Präsidentenfamilie, bleibt in Hyannisport. Dorthin geht es an den Wochenenden. Für die Kinder ein Paradies. Und auch JFK ist hier so entspannt wie nirgendwo sonst. Er scheut sich nicht, die Liebe zu seinen Kindern zu zeigen. Zärtlichkeit, die er bei seiner Mutter entbehrte. Ein lebenslanger Schmerz. Seinen Sohn John Jr. liebt er besonders. Eines Abends kamen Gäste zum Dinner ins Weiße Haus. Als der kleine John ging, er war etwa 2 Jahre alt, drehte er sich um und sagte: Gute Nacht, Blödmann. Good night, Poo-Poo-Head. Und Jack sagte: Du wagst es, den Präsidenten der Vereinigten Staaten einen Blödmann zu nennen? Der kleine John fand das herrlich und rannte raus. Es war einfach toll. Doch die Wirklichkeit holt JFK bald ein. April 1961. Die Welt ist im Umbruch und alles schaut auf den amerikanischen Präsidenten. Robert ist jetzt fast immer an seiner Seite. In Kuba rollen die Panzer. Ein Mann namens Fidel Castro hat dort die Macht übernommen. Er spricht von Revolution, von Hass auf Amerika. Eine Invasion von Castro-Feinden ist fehlgeschlagen, obwohl die USA sie unterstützt hatten. In Berlin kommt es im August 1961 zur Krise. Die DDR mauert sich ein. Und in den Südstaaten der USA toben Rassenunruhen. Der Präsident ist am Tiefpunkt. Auch Bobby weiß nicht weiter. Und dem Vater geht es zunehmend schlechter. Am 19. Dezember 1961 erleidet Joseph Kennedy einen Schlaganfall.
Nie zuvor hat JFK seinen Vater so hilflos gesehen. Eine schwierige Zeit. Und wie so oft flüchtet sich der Präsident in Affären. Schneller Sex zur Selbstbestätigung mit vielen Frauen. Kennedy hatte eine längere Affäre mit einer 19-jährigen Frau, die im Sommer im Weißen Haus war. Er nahm sie mit auf Reisen, nicht aufgrund ihrer Erfahrung als Sekretärin. Sie konnte das Telefon beantworten, aber das war es dann auch. Sie diente offenbar in anderen Funktionen. Jackie weiß von der Untreue ihres Mannes. Schon einmal, nicht lange nach der Hochzeit, wollte sie ihn deshalb verlassen. Damals hatte der alte Joseph sie zum Bleiben überredet. Jackie weiß auch, ihr Mann wird nie treu sein. John glaubt nicht alt zu werden. Er will das Leben genießen, solange es währt. Jack nahm das Leben so, wie es kam. Er dachte, wir leben in gefährlichen Zeiten. Alles war ständig in Gefahr. Also lebte er so, als ob es kein Morgen gäbe. Das war seine Art, mit dem Druck umzugehen, der immer auf ihm lastete. Er hatte Mut, er tat, was er wollte. Mit seiner Ehe hatte all das aber gar nichts zu tun. Ehe blieb Ehe und Jackie war seine Frau. Trotz seiner Eskapaden liebt John seine Frau. Und er braucht sie als Partnerin und politisch. So auch in Paris Ende 1961. Jackie hat hier studiert, spricht fließend Französisch. Das Verhältnis Amerikas zu Frankreich ist gespannt. Die Grande Nation fühlt sich überlegen. Jackie bricht das Eis. Die Franzosen liegen ihr zu Füßen. Da war diese unglaublich anziehende Familie. Jacqueline Kennedy, die so viel Stil hat. JFK war ein Prinz, ein König. Sie eine Prinzessin, eine Königin. Das war sehr reizvoll. Selbst der französische Präsident Charles de Gaulle erliegt Jackies Charme. Ich bin der Mann, der Jacqueline Kennedy nach Paris begleiten darf, sagt JFK. Und holt sich politischen Rat bei de Gaulle. Denn in Vietnam, einer ehemaligen französischen Kolonie am anderen Ende der Welt, gärt es. JFK schickt nach und nach 16.000 sogenannte Berater. Es wird Amerikas größtes Militärdebakel werden. John F. Kennedy war ein kalter Krieger. Er hat in der Konzeption des Kalten Krieges gedacht. Er war ein Kind seiner Zeit. Und daher war es wahrscheinlich übertrieben zu erwarten, dass er sich aus Vietnam zurückgezogen hätte. Allerdings besteht die Hoffnung, dass er es auch nicht zur Eskalation hätte kommen lassen. Auch in Berlin verschärft sich der Kalte Krieg. Amerikanische und russische Panzer stehen sich kampfbereit am Checkpoint Charlie gegenüber. Der Präsident zögert einzugreifen. Eine falsche Reaktion könnte einen Krieg entfachen. Kennedy spielt auf Zeit.
Mit seinem Bruder Robert, dem Justizminister, entwirft er eine Strategie. Mehr amerikanische Truppen nach West-Berlin, aber gleichzeitig Gesprächsbereitschaft gegenüber den Russen. Robert McNamara, der Verteidigungsminister, unterstützt sie. Er war geduldig, was Berlin und den Frieden anging. Für JFK bestand seine Verantwortung als Präsident darin, die eigene Nation aus einem Krieg herauszuhalten. Und genau das versuchte er im Konflikt um Berlin. Die Strategie der Kennedys ist schließlich erfolgreich. Im November 1961 ist die Krise beigelegt. Der Präsident erringt einen ersten großen Erfolg im Kalten Krieg. Generalprobe für den nächsten großen Konflikt in Kuba. Auch dann wird Robert Kennedy wieder an der Seite seines Bruders sein. Der leidet Schmerzen und arbeitet trotzdem rund um die Uhr, betäubt von Medikamenten. Seltene Privataufnahmen, wenig Zeit für die Kinder. Seine Frau Jackie ist in diesen Tagen wieder einmal als Botschafterin unterwegs. In Indien hat Jackie eine schwierige Mission. Immer mehr driftet das Land zur Sowjetunion. Das Klima ist gespannt. Jackie soll es richten. Und ihre scheinbar offene und spontane Art kommt an. Der Moment, in dem sie so tat, als wollte sie nicht fotografiert werden, ist der, wenn sie es eigentlich am meisten wünschte. Obwohl sie immer sagte, sie wolle lieber mit ihren Kindern zusammen sein, tat sie doch all das, was getan werden musste. Und das machte sie sehr gut. Ich glaube sogar, sie genoss diese Aufmerksamkeit. Jeder Schritt perfekt inszeniert. Amerikirani, Amerikirani, Königin von Amerika, rufen die Inder. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Zu Hause spielt ihr Mann vor aller Augen mit dem Feuer. The President. Happy birthday. Es ist ein Skandal, als Marilyn Monroe dem Präsidenten zu seinem 45. Geburtstag Happy Birthday zuhaucht. Schon längst machen Gerüchte die Runde. Ich kann mich jetzt aus der Politik zurückziehen, nachdem mir auf so süße Weise Happy Birthday gesungen wurde. Marilyn Monroe war für ihn ein Spaß, ein Zeitvertreib. Ich weiß nicht, wie tief es bei ihm ging. Es ist viel darüber gesagt worden. Ich glaube aber, er bewunderte sie einfach nur. Sie amüsierte ihn und das war alles. Marilyn sieht das anders. Sie erzählt Freunden, bald sei sie die First Lady. Das hört auch J. Edgar Hoover, der FBI-Chef. Seit Jahren sammelt er belastende Dokumente. Die Kennedy-Brüder sind ihm zu liberal. Auf den Punkt gebracht, gab es eine ungeschriebene Vereinbarung zwischen Hoover und den Kennedy-Brüdern. Jack und Bobby ließen ihn im Amt und dafür hielt er Kennedys Affären geheim. Die Affäre Marilyn Monroe erledigt sich am 5. August 1962. Sie liegt tot in ihrem Bett. Eine Überdosis Schlaftabletten, heißt es. Robert Kennedy hat als einer der Letzten mit ihr telefoniert. Auch er hatte ein Verhältnis mit ihr.
Die Monroe ist bald vergessen, denn der Kalte Krieg eskaliert. Auf JFK wartet die größte Herausforderung seiner Präsidentschaft. Am 16. Oktober 1962 liegen erste Fotos vor. Die Russen stationieren Raketen auf Kuba. Nur etwa 10 Minuten von Washington entfernt. Die Kubaner bereiten sich auf einen Krieg vor. Wie sollen die USA reagieren? Alle Optionen werden diskutiert. Angriff, eine Seeblockade Kubas, ein Atomschlag. Bobby und Jack fürchten, mit einer falschen Entscheidung den Dritten Weltkrieg auszulösen. Der Präsident kannte die Gefahren des Krieges. Für ihn gab es da eine enge Verbindung zu seinen Kindern. Aber er dachte nicht nur an seine, sondern an alle Kinder dieser Welt. Er verstand, wie sich Entscheidungen aus Moskau und Washington auf sie auswirken würden. JFK schickt seine Familie aufs Land. Er fürchtet einen russischen Angriff auf Washington. Doch Jackie will ihrem Mann nah sein. Sie weiß auch, wie sehr er die Kinder braucht. Der Präsident entscheidet sich für die Seeblockade Kubas und für ein Angebot an die Sowjetunion. Er folgt damit dem Rat seines Bruders. Man kann nicht sagen, dass Bobby die Außenpolitik der USA bestimmt hat. Aber ich glaube, der Begriff Doppelpräsidentschaft ist, was die Außenpolitik angeht, sicherlich nicht ganz falsch. Als sowjetische und amerikanische Schiffe beidrehen und Kurs auf ihre Heimatländer nehmen, hat John F. Kennedy die bisher härteste Nervenprobe seiner Amtszeit bestanden. Sein größter Triumph. Endlich kann er zu seiner Familie nach Hyannisport zurückkehren. Jackie ist hochschwanger. Mit John Jr., Caroline und den Kindern von Bobby erwartet sie den Präsidenten und seinen Bruder. Sie kamen mit dem Hubschrauber an und wir rasten zu ihnen und umarmten sie. Wir waren alle sehr aufgeregt. John Kennedy ist gelöst wie selten. Einer der ganz wenigen Küsse, die er Jackie öffentlich gibt. Endlich Zeit für die Familie. John Kennedy liebte es, in einem dieser Golfkarren zu fahren. Und er fuhr schnell die Hügel rauf und runter. Und alle Kinder hingen an ihm und kreischten vor Freude. Der Präsident hat die Kinder der Welt vor einem Krieg bewahrt. Doch zu Hause brennt sein Land. In den Städten des Südens toben Schlachten zwischen Schwarzen und Weißen. Schwarze Demonstranten fordern Gleichberechtigung. Ein Bürgerkrieg droht. Und der Präsident, weit weg in Washington, weiß immer noch nicht, wie er angesichts dieser Zustände handeln soll. Es ist Bobby, der sich der Sache der Schwarzen immer mehr annimmt. Das Leid vor allem der Kinder erschüttert den jungen Vater. Doch dieses Mal findet Bobby kein Gehör bei seinem Bruder. Bei einem Treffen mit Martin Luther King vertagt der Präsident geschickt das Thema Rassentrennung.
John F. Kennedy war sicherlich kein Rassist, aber er war ein Politiker, der die politische Kalkulation immer im Kopf hatte. Er hatte immer im Kopf, was sich realisieren lassen könnte, was aussichtslos war. Und daher die Lösung der Rassenfrage nur behutsam angehen konnte, weil er wusste, wenn er mit dem Brecheisen vorgehen würde, dass ihm einfach die Mehrheit für das Durchbringen von Gesetzesvorlagen im Kongress fehlen würden. Wichtiger scheint dem Präsidenten eine Reise nach Berlin ohne die schwangere Jackie. Der Besuch gerät zum Triumphzug. Hunderttausende Westberliner feiern den jungen Politiker. Zu Hause ruht Jackie sich aus. Das Baby wird bald kommen. Jackie hat schon einmal eine Fehlgeburt erlitten. JFK, zutiefst von der Mauer schockiert, sendet den Russen ein klares Signal. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Als John F. Kennedy Berlin verlässt, ist er in Hochstimmung. Der Präsident steht im Zenit seiner Macht. Auf Jackie und ihren Mann aber warten schwierige Zeiten. Für die Presse inszenierte Bilder vom Familienglück sollen darüber hinwegtäuschen. 1963 wird für den Präsidenten und seine Familie zum Schicksalsjahr. Und weiteres Unglück wird die Kennedys heimsuchen und die ganze Nation treffen. In diesem Land töten sie Kennedys, wird Jackie sagen. Und mit ihren Kindern Amerika verlassen. Auch Ted Kennedy wird vom Fluch der Macht eingeholt. Am Ende reicht er den Stab an einen weiter, den man heute schon den schwarzen Kennedy nennt. Wasser wird ihm zum Verhängnis auf der Insel Chappaquiddick. Eine Tragödie für Ted Kennedy, bei der eine junge Frau stirbt. Natürlich schien es wie ein furchtbarer Fluch, der ihn heimsuchte. Ted ist der jüngste der Kennedy-Brüder. Bobby steht ihm besonders nah. Und John, der große Bruder, ist sein Vorbild. Ihr aller Leben überschattet vom Fluch der Macht. Triumph und Tragödie. Hier sind sie ganz nah zusammen. Die höchsten Auszeichnungen, sagenhafter Reichtum. All das überschattet von Tragödien. John Kennedy ermordet, Robert Kennedy ermordet, Ted Kennedys politische Ambitionen ruiniert durch Chappaquiddick. Und dann stürzt John Jr., der Sohn des Präsidenten, bei einem Flugunfall ab. All das erinnert sehr an eine griechische Tragödie. Eine Tragödie, die so viele Kennedys trifft und Teil ihres Mythos wird. Als John F. Kennedy im Juni 1963 Berlin besucht, steht er im Zenit seiner Macht. Denn ein Jahr zuvor hat er in der Kuba-Krise die Welt vor einem Krieg bewahrt. Er verlässt Berlin in Hochstimmung. Zu Hause erwartet seine Frau Jackie ihr drittes Kind.
Zwei Fehlgeburten und eine Totgeburt hatte sie bereits. Als ihr Mann den Ort seines Triumphes verlässt, ahnt er nicht, dass eine Tragödie auf ihn wartet. Anfang August kommt Jackie ins Krankenhaus und bringt Patrick zur Welt. Der nur zwei Tage leben wird, seine Lunge ist zu schwach. John F. Kennedy erfährt im Oval Office von der schlimmen Nachricht. Er fährt zu seiner Frau ins Hospital, mit den Kindern Caroline und John Jr. Wie immer in der Öffentlichkeit scheinen Jack und Jackie gefasst. Kein Wort der Trauer, keine Tränen. Ein Kennedy zeigt keine Gefühle. Zu Hause in Hyannisport ist jeder mit seinem Schmerz allein. Jackie wird keine Kinder mehr bekommen, verbringt viel Zeit zurückgezogen. Ihr Mann spielt Stunden mit dem kleinen John. Es scheint ein Bild des Glücks, aber es gehört zur Tragödie der Kennedys. Ich erinnere mich, dass Jack zornig über all das war. Er hatte sich so sehr dieses Kind gewünscht, diesen kleinen Jungen. Jetzt verbrachte er Stunden mit John Jr., denn er liebte ihn für den Spaß, den er mit ihm hatte. John Kennedy, den enge Freunde wie Paul Fay nur Jack nennen, sucht die Nähe seiner Familie. Sein Vater Joseph ist seit einem Schlaganfall an den Rollstuhl gefesselt. Auch wenn er nur noch das Wort Nein artikulieren kann, scheint er doch Anteil zu nehmen. Für Jack und Jackie beginnt ein neuer Abschnitt. So schlimm der Tod von Patrick sie trifft, er bringt sie auch wieder näher zusammen. Ihre Beziehung zueinander war eng und Jack bewunderte seine Frau sehr. Sie war etwas ganz Besonderes. Wenn du als Präsident der Vereinigten Staaten eine solche Frau hast, die dir politisch so zur Seite steht und darüber hinaus die Familie nicht vernachlässigt, dann kannst du dich nur glücklich schätzen. Doch diesmal denkt Jackie an sich. Patricks Tod hat sie so tief getroffen, dass sie Washington für einige Wochen verlässt. Doch wo sie auch ist, sie kann dem Rummel um ihre Person kaum entkommen. Auch in Griechenland findet sie nur selten Ruhe mit ihren beiden Kindern. Ihren Mann hat längst der politische Alltag wieder. In Washington drohen Unruhen. Vor dem Lincoln Memorial sammeln sich am 28. August 1963 250.000 Menschen zur größten Demonstration von Bürgerrechtlern, die es je gab. Sie fordern von der Regierung endlich gleiche Rechte für Schwarze. Der Präsident aber zaudert bei diesem größten Problem Amerikas. Er spielt auf Zeit. Doch Martin Luther King, der Führer der Schwarzen, will nicht länger warten. Er hat den Ort mit Bedacht gewählt. Das Denkmal für Abraham Lincoln, der für die Freiheit der Schwarzen einen Bürgerkrieg geführt hat.
Die Menge feiert Kings Rede. Auch der Präsident ist beeindruckt. Der bald darauf mit seiner Familie ein Wochenende in Atoka verbringt, einem Feriensitz der Kennedys. Der kleine John spielt Soldat. Lernt salutieren von seiner Mutter. Es sind die letzten privaten Aufnahmen vom Präsidenten. Eine Geste, die bald die ganze Welt berührt. Nur wenige Tage später reist JFK nach Dallas. Dort will er den Wahlkampf eröffnen. Im folgenden Jahr will er sich noch einmal ums Präsidentenamt bewerben. Wie so oft hat er starke Rückenschmerzen. Sein maßgeschneidertes Korsett soll ihm Linderung verschaffen. Zudem ist das Wetter scheußlich. Trotzdem soll eine Parade mit dem texanischen Gouverneur John Connally und dessen Frau Nelly stattfinden. Als mein Mann und ich an diesem Morgen nach Dallas fuhren, war das Wetter schlimm. Es regnete ohne Unterlass. Aber dann in Dallas auf dem Flughafen hörte der Regen plötzlich auf. Und genau dann, als Jack Kennedy dort landete, kam die Sonne raus. Hunderte heißen das Präsidentenpaar willkommen. Die Sicherheitskräfte hatten dort zwei Autos für uns. Eins mit einem sicheren Plexiglasdach und einen offenen Wagen. Doch weil es ein schöner Tag war und die Menschen doch gekommen waren, ihn zu sehen, entschied sich der Präsident für das offene Auto. Denn in einem geschlossenen kann man durch die Fenster niemanden richtig erkennen. Die Fahrt im offenen Auto wird ihm zum Verhängnis. In einem alten Lagerraum mitten in der Stadt wartet ein Mann schon seit Stunden auf den Präsidenten. Ich dachte, besser könne es gar nicht sein. Deshalb drehte ich mich zu ihm um und sagte: Mr. President, sagen Sie nicht, dass Dallas Sie nicht liebt. Und dann wenig später, ich weiß nicht, war es eine Minute, nur Sekunden, zwei Minuten, der erste Schuss. Der Schuss flog über meine Schulter. Ich drehte mich um und sah die Hände des Präsidenten nach oben fliegen. Dann sank er nach vorne gegen den Sitz. Drei Schüsse in sieben Sekunden. Jackie rief, sie töten meinen Mann. Ich habe sein Gehirn in meinen Händen. Es ist das Korsett, das den Präsidenten nicht seitlich wegsacken lässt. Es hält ihn fast aufrecht, sodass auch die beiden anderen Kugeln seinen Körper durchschlagen. Später wird es heißen, ein Einzeltäter namens Lee Harvey Oswald habe JFK aus dem Lagerhaus heraus erschossen. Warum, wird nie geklärt. Aus Dallas, Texas, folgende Nachricht. Präsident Kennedy ist um 13 Uhr gestorben. Zu Hause in Hyannisport muss der jüngste Bruder des Präsidenten Ted seinem Vater die schlimme Nachricht überbringen. Teddy war damals noch ein sehr junger Mann. Er war kreidebleich. Er fiel auf seine Knie und sagte, Dad, Jack ist ermordet worden. Die Welt trauert, auch Berlin. Nur wenige Monate liegt JFKs triumphaler Besuch zurück. Und jetzt diese Tragödie.
Trotz aller Trauer, Jackie organisiert die Zeremonie in Washington mit Bobbys Hilfe. Nach dem Tod ihres Mannes war Jackie bis ins Mark erschüttert, wie auch Robert Kennedy. Sie wanderten zusammen verloren durch dunkle Tunnel der Trauer. Bobby und Jackie konnten einander Trost spenden. Sie beide waren es, die durch den Verlust am meisten verletzt waren. Die Trauerzeremonie gleicht der für Abraham Lincoln, den am meisten verehrten Präsidenten Amerikas. So will es Jackie. Und der kleine John nimmt Abschied. Die Trauerfeier ist eine Inszenierung für den Nachruhm. Der Mythos von Camelot soll überdauern, auch wenn JFK nur 1000 Tage an der Macht war. Für die Menschen ist Jackie eine Heilige. Noch hat sie öffentlich keine Träne geweint. Ich habe dauernd geweint. Und als ich dann Jackie im Weißen Haus bei der Trauerfeier sah, legte ich meine Arme um sie. Danach ging ich hinter einen Vorhang und heulte mir die Augen aus. Jackie will, dass ihr Mann in Arlington begraben wird. Dort, wo Zehntausende Soldaten liegen, die in den Kriegen für ihr Land gestorben sind. Eine ewige Flamme wird entzündet, wie am Grab des unbekannten Soldaten. Danach spricht Jackie von einer einzigen Aufgabe, die ihr bleibt: ihren Kindern zu helfen, mit dieser grauenvollen Erfahrung weiterzuleben. Ich sah Jackie am nächsten Tag im Weißen Haus. Ich habe sie nie wirklich weinen sehen, aber damals sah ich eine kleine Träne. Kurz nach dem Attentat veranstaltete sie Geburtstagsfeiern für den kleinen John und seine Schwester. Alles passierte auf einmal. Jackie wollte, dass es weiterging. Und diesen Geist wollte sie auch dem Land mitgeben. Es ist Johns dritter Geburtstag. Noch einmal kehrt Jackie mit den Kindern nach Hyannisport zurück. Sie trägt die Flagge, die über dem Sarg ihres Mannes lag, ans Bett ihres Schwiegervaters. Dieser Mann hat fast nie geweint. Diesmal sah ich Tränen. Das Leben in Hyannisport muss weitergehen. Jackie sorgt sich um ihre Kinder. Wie werden sie mit dem Verlust ihres Vaters leben können? Wie wird es mit ihr selbst weitergehen? Bobby Kennedy hadert mit Gott. Warum, fragt der strenggläubige Katholik. Tragik ohne jeden Sinn. Damit wird Bobby kaum fertig. The
Für meinen Vater war es eine Zeit der Trauer und des Nachdenkens. Er ging stundenlang am Strand spazieren, manchmal mit Kindern, manchmal mit Jackie, manchmal ganz allein. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass er je dachte, er trage jetzt die ganze Last der Welt auf seinen Schultern. Aber genau so war es. Auch Bobby beugt sich dem Willen seines Vaters, übernimmt Johns Rolle. Weglaufen ist nicht seine Sache. Tue immer, wovor du Angst hast, es zu tun, ist seine Lebensdevise. Dabei ist er schüchtern. Als siebtes von 9 Kindern hat er tiefe Minderwertigkeitskomplexe. Er stottert, ist ängstlich und fürchtet den Wettkampf. Sie sind ungleiche Brüder. Bobby Kennedy, kann man sagen, wuchs als Politiker nach dem Tod von John F. Kennedy. Vielleicht wurde er sich plötzlich der Verantwortung bewusst, genau, die jetzt auf ihm lag, dass er nun der Kopf der Kennedy-Familie war, dass er in die Fußstapfen seines toten Bruders treten sollte. Und diese Realisierung der neuen Verhältnisse im Lande und in der Kennedy-Familie, das ließ ihn wachsen als Politiker, das machte ihn reifer, das machte ihn erwachsener. Und zu seiner Schwägerin Jackie entwickelt sich ein immer engeres Verhältnis. Stundenlang diskutieren sie über das Leben, über das Leid, über Triumph und Tragödie. Zu Hause mit 10 Kindern am Tisch gibt es andere Themen. Bobbys Frau Ethel ist keine Intellektuelle, anders als Jackie. Von seinen Kindern verlangt Bobby viel. Er zitierte oft aus dem Evangelium des heiligen Lukas. Denjenigen, denen viel gegeben ist, wird viel abverlangt. Er lehrte uns wahre Verantwortung und dass wir unser Leben ernsthaft führen. Wir sollten dieser Welt etwas zurückgeben. Das will auch Bobby. Die Menschen spüren das. Wir wollen Bobby, rufen sie. Er wird immer mehr zum Fürsprecher der Armen und Unterdrückten. Wir können die Macht dem Volk zurückgeben. Wir können dieses Land von Grund auf ändern. Doch dafür brauche ich eure Hilfe. Wollt ihr sie mir geben? Bobby, viel mehr noch als sein Bruder Jack, spaltet die Nation in Anhänger und Gegner. Mitten in einer öffentlichen Veranstaltung ereilt Bobby eine Schreckensnachricht. Am 19. Juni 1964 stürzt sein jüngerer Bruder Ted mit dem Flugzeug ab. Der Pilot und ein Mitarbeiter sterben. Teddy, mittlerweile selbst Senator, überlebt schwer verletzt. Zeit seines Lebens wird er danach über große Rückenschmerzen klagen. Doch selbst auf dem Krankenbett sorgt Ted sich vor allem um Bobby, der von vielen wegen seiner liberalen Rassenpolitik angefeindet wird. Den Kameras zeigen die Kennedys nur ihren Optimismus. Teddy zeigte seine Gefühle viel offener als Bobby. Bobby war zwar emotional, aber es kochte im Inneren. Ich habe mehr als einmal Teddy in Tränen ausbrechen sehen, wenn er über seine Brüder sprach. Doch nie habe ich Bobby oder gar Jack weinen sehen. Ted ist anders. Er kann seine Gefühle nicht verbergen. Seit er Senator ist, wird Teds Rolle auch in der Familie immer stärker. Doch Bobby steht an erster Stelle. Er wird im November 1964 zum Senator von New York gewählt. Als ältester Sohn kämpft er nun um das Präsidentenamt. Jackie lebt mit ihren Kindern zurückgezogen. Nur selten ist sie in der Öffentlichkeit. Wie im Mai 1967, als Caroline einen Flugzeugträger auf den Namen JFK tauft. Nach wie vor kommt die Familie in Hyannisport zusammen. Lange Spaziergänge mit Bobby. Die Kinder lernen, mit dem Verlust des Vaters zu leben.
Jackie kann das nicht. Zu sehr gleicht Bobbys Weg dem ihres getöteten Mannes. Ihm wird dasselbe widerfahren wie Jack, sagt sie ahnungsvoll einem Freund. Im Süden Amerikas brodelt es. Schwarze werden verhaftet, nur weil sie sich der Apartheid im eigenen Land friedlich widersetzen. So auch am 4. April 1968. Ein weißer Rassist erschießt Martin Luther King und trifft damit eine ganze Nation. In der Nacht, als Martin Luther King erschossen wurde, war Bobby auf Wahlkampf in Indianapolis. Er konnte keine Trauerrede vorbereiten. Dennoch kletterte er auf die Lade eines alten Trucks und sprach die wohl besten Worte, die irgendjemand zum Tode von Martin Luther King je gesprochen hat. Ich habe sehr traurige Nachrichten für all die unter euch, die für den Frieden auf der ganzen Welt eintreten. Heute Nacht ist Martin Luther King in Memphis, Tennessee, erschossen worden. All diejenigen unter euch, die schwarz sind und wegen der Ungerechtigkeit eines solchen Mordes einen tiefen Hass und Misstrauen gegen die Weißen haben, all denen möchte ich sagen, dass ich dieses Gefühl in mir selbst kenne. I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. Auch ein Mitglied meiner Familie wurde von einem weißen Mann getötet. Doch was wir in den Vereinigten Staaten brauchen, ist nicht Rassentrennung, ist nicht Gewalt, sondern das, was Martin Luther King lebte, nämlich Liebe und Weisheit und ein tiefes Gefühl für Gerechtigkeit für all die, die noch leiden, gleich ob sie weiß oder schwarz sind. Nach dieser Bluttat an Martin Luther King brennt Amerika. In über 100 Städten brechen Unruhen aus. 43 Menschen sterben. Allein in Indianapolis, wo Bobby Kennedy seine Rede hielt, bleibt es an diesen Tagen friedlich. Viele Schwarze setzen all ihre Hoffnungen in ihn. Bobby besucht den Süden. Hast du zum Mittag gegessen? Nein, habe ich nicht. Du hattest nichts zu essen. Bobby ist erschüttert. Und er kam nach Hause in unser wundervolles Esszimmer mit dem Silberbesteck, den Leinenservietten und dem kristallenen Kronleuchter. Und es wurde vollkommen still, was in unserem Haus nur selten vorkam. Wir schauten ihn alle an und sein Gesicht war sehr ernst und hatte diesen Ausdruck von Schmerz. Und er sagte zu uns, ich komme gerade aus Mississippi, wo eine ganze Familie in einer Holzhütte lebt. Nicht größer als unser Esszimmer, mit leeren Mägen. Wisst ihr eigentlich, wie glücklich ihr sein könnt, wie gut es euch geht? Ihr müsst diesen Kindern helfen. Ich möchte, dass ihr diesen Kindern helft. Bobby erzieht seine Kinder streng. Doch erspart er ihnen den harten Wettbewerb, den er selbst so schmerzlich erlebt hat. Bobbys Sicht auf die Welt ist schwarz und weiß. Er unterscheidet in Gut und Böse. Deshalb wird er oft angefeindet. Viel Zeit mit der Familie bleibt ihm nicht. Bobby will 1968 das Präsidentenamt für den Kennedy-Clan zurückerobern. Jackie und die Kinder sieht er nur noch selten. Erst im Wahlkampf zeigt sich auch Jackie wieder in der Öffentlichkeit, an der Seite ihrer Schwiegereltern. Ambassador Hotel Los Angeles. Am 4. Juni spricht Bobby zu seinen Wahlhelfern. Während ein 24-Jähriger seinen Revolver lädt, bedankt sich Bobby auch bei seiner Frau Ethel. Jetzt muss er nur noch auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago nominiert werden.
Dann könnte er der nächste Präsident Amerikas werden. Bobby steht kurz vor seinem größten Triumph. Es ist fast Mitternacht, als er von der Bühne abgeht. Müde, abgekämpft. Zu lange schon dauert der Wahlkampf. Er sehnt sich nach Ruhe. Acht Schüsse feuert der Attentäter ab. Ein Palästinenser, der Bobby wegen seiner israelfreundlichen Politik hasst. Jack, Jack sind Bobbys letzte Worte. Zwei Tage später stirbt er, 42 Jahre alt. Ein so früher Tod, schwer zu fassen. Das Schicksal der Kennedys, es gleicht einer antiken Tragödie. Mit Göttern, die ihren Lieblingen alles geben. Unendliche Freude, unendliche Schmerzen. Wieder ist es Teddy, der seinem Vater die Nachricht überbringen muss. Als der Präsident ermordet wurde, war die ganze Familie stoisch, ruhig. Keine Tränen im ganzen Haus. Das Leben ging weiter. Aber als Bobby erschossen wurde, versanken alle in tiefer Trauer. Nach außen Haltung. Der Kennedy-Mythos muss weiterleben. Meine Mutter möchte einige Worte sagen, kündigt Teddy im Fernsehen an. Wir Kennedys gehen unseren Weg weiter, ohne Bedauern, ohne zurückzuschauen. Wir gehen mutig voran. Dieser Mut hat viele verlassen, seit Bobbys Tod. Zehntausende säumen den Weg des Zuges, der seinen Leichnam nach Washington bringt. Ein letzter Abschied. Auch für Teddy. Wenn ein Kennedy stirbt, rückt der nächste nach. So hält diesmal Teddy die Trauerrede. Ethel ist mit dem 11. Kind von Bobby schwanger. Die anderen nehmen Abschied vom Vater. Those of us who loved him and who take him to his rest today, pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times in many parts of this nation, to those he touched and who sought to touch him, some men see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not? Ted ist tief getroffen, doch Zeit zum Trauern bleibt ihm kaum. Kann man sich diesen Druck auf Ted überhaupt vorstellen? Seine beiden älteren Brüder waren Präsidentschaftskandidaten. Ted war in der Familie kein Erfolg, bis er ebenfalls einer sein würde. Das ist zu viel Druck für jeden. Bevor er überhaupt alt und reif dafür war, sprachen die Menschen schon von Ted als Kandidat für die Präsidentschaft. Ted ist nun der Dritte in der Reihe. Wird es für ihn Triumph oder Tragödie? Nur wenige Meter vom Grab seines Bruders John entfernt, findet Robert Francis Kennedy in Arlington seine letzte Ruhe. Jackie, erschüttert von Bobbys Tod, findet keinen Frieden mehr.
In diesem Land töten sie Kennedys, sagt sie. Mit ihren Kindern kehrt sie Amerika den Rücken. Sie will Caroline und John Jr. schützen. Sie geht nach Griechenland. Zu Aristoteles Onassis, dem Reeder und Milliardär. Lange schon hat er ihr den Hof gemacht. Für Jackie beginnt ein neues Leben. Ihre Jahre als Jackie O. Onassis wird sie glücklich machen, wenn auch nur für kurze Zeit. Er rettete mich in einem Moment, in dem mein Leben von Schatten verschlungen wurde, schreibt sie später. Er zeigte mir eine Welt voll Glück und Liebe. Zu Hause hat jetzt ihr Schwager Teddy das Sagen. Mit nur 36 Jahren erfolgreicher Senator und Familienoberhaupt. Er war jetzt der Patriarch der Familie, dazu Ersatzvater seiner Nichten und Neffen. Und Ted machte sich auch Sorgen um seine Sicherheit. Als einmal ein vorbeifahrendes Auto eine Fehlzündung hatte, dachte er, jemand hätte auf ihn geschossen. Trotz all dem blieb er im Familiengeschäft und machte Politik. Er dachte, er schulde dies seinen verstorbenen Brüdern. Für viele ist Ted Kennedy bald schon der kommende Präsidentschaftskandidat. Bis zum 18. Juli 1969. Chappaquiddick, eine kleine Insel an der Ostküste. Es ist spät geworden. Mit der jungen Wahlhelferin Mary Jo Kopechne fährt Ted Kennedy in Richtung Strand. Sie kommen von einer Party, auf der es hoch hergegangen ist. Diese Brücke wird ihnen zum Verhängnis. Ted Kennedy verliert die Kontrolle. Er kann sich retten. Die junge Frau ertrinkt. Was hätte er nur tun sollen? Natürlich war es für ihn so, als ob ein furchtbarer Fluch von ihm Besitz ergriffen hätte. Ted gibt an, er habe versucht, die junge Frau zu retten. Die Polizei aber ruft er erst 10 Stunden später zum Ort des Unglücks. Mary Jo Kopechne wird Tage später in seinem Beisein beerdigt. Alle Arten von wirren Gedanken gingen mir durch den Kopf in diesen Stunden. Auch die Frage, ob die junge Frau noch irgendwo am Leben sei dort im Wasser. Und ob wirklich ein furchtbarer Fluch über uns Kennedys hängt. Nach dem Unglück muss Ted seine Ambitionen auf die Präsidentschaft begraben. Für immer. Teddy ging hoch ins Zimmer seines Vaters. Vater, es gab einen Unfall. Da war eine junge Frau im Auto. Sie ist ertrunken. Sein Vater hatte den Kopf nach vorne gebeugt und hörte ihm zu. Doch dann sank er nach hinten. Danach ging es ihm immer schlechter. Sein letzter Sohn, das war's. Ich denke, er war scharfsinnig genug zu wissen, dass alles ruiniert war. Und dass es das vielleicht nicht wert gewesen ist. Joseph Kennedy stirbt 4 Monate später. November 1969. Das Ende einer Ära. Seine Frau überlebt ihn um viele Jahre. 1990, der 100. Geburtstag von Rose Kennedy. Der Dichter sagt, der Regenbogen kommt und geht, doch die Rose bleibt ewiglich. Das habe ich noch nie gehört. Ein jüngerer Dichter, Mutter. Die politische Kraft der Kennedy-Dynastie schwindet. Die Jungen füllen oft nur noch die Klatschspalten. Am 19. Mai 1994 stirbt die letzte Ikone der Ära Camelot. Jackie Kennedy Onassis hat mit 64 Jahren den Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs verloren. Ihr Sohn John Jr. informiert die Presse. Um 22.15 Uhr starb meine Mutter.
umgeben von ihren Freunden, der Familie und ihren Büchern. Es waren die Menschen und die Dinge, die sie liebte. Sie ist gestorben, so wie sie es sich gewünscht hat. Ich sah Jackie an diesem letzten Nachmittag. Ich ging kurz bevor sie starb. Sie wusste, wohin ihr Weg führt. Sie hatte keine Angst davor. Alles war von ihr arrangiert. Sie ist so gestorben, wie sie gelebt hat. In Würde, trotz allen Unglücks. Den Tod des eigenen Sohnes muss Jackie nicht mehr erleben. 5 Jahre nach ihr stirbt John Jr. bei einem Flugzeugabsturz. Um Ted Kennedy wird es in den 90er Jahren ruhiger. Nach zu viel Alkohol und zu vielen Affären findet er sein großes Glück. Mit seiner zweiten Ehefrau Vicky kommt Sicherheit und Ruhe in sein Leben. Vicky hat sein Leben gerettet. Sie hat ihn von Grund auf verändert. Und er fühlte sich nicht kontrolliert dabei. Ted hat sie sehr geliebt. Und die beiden hatten eine enge und starke Partnerschaft. Ted Kennedy gewinnt auch den politischen Respekt zurück, den er durch seine Skandale verloren hatte. Sein Name steht wieder für Macht und Einfluss. An mehr als 1000 Gesetzesvorlagen arbeitete Ted mit. Die Kraft zu all dem finde er in der Familie, erzählt er. In den 90er Jahren und dann die letzten 10 Jahre waren sicherlich die, was das Senatorenamt in Washington angeht, das waren sicherlich die erfolgreichsten Jahre für Ted Kennedy, die auch seinen Ruf in der Nation dann neu begründeten und ihm wurde der Titel Löwe des Senats verliehen. In der Demokratischen Partei hat Teds Wort Gewicht. Im Januar 2008 stellt er sich an die Seite Barack Obamas, der fürs Präsidentenamt kandidieren will. In dem Jahr, als ich geboren wurde, sprach Präsident Kennedy davon, dass die Fackel an eine neue Generation von Amerikanern gereicht wurde. So war es, und dann ging sie an seinen jüngsten Bruder. Meine Freunde, ich bitte euch, mit auf diese historische Reise zu gehen und den Mut zu haben, euch für den Wandel zu entscheiden. Die Zeit ist wieder reif für eine neue Generation an der Spitze. Es ist jetzt Zeit für Barack Obama. Der Mythos Kennedy lebt in einem jungen Schwarzen wieder auf. Viele Amerikaner, die sich mit Nostalgie an John F. Kennedy erinnerten, sahen in Obama eine Art schwarzen Kennedy. Und für Ted verkörperte Obama all das, was er in seinen toten Brüdern verloren hatte. Ein Jahr später wird Barack Obama Präsident der USA. Edward Moore Kennedy, genannt Ted, stirbt am 25. August 2009 an den Folgen eines Gehirntumors mit 77 Jahren. Als einzigem der 4 Kennedy-Brüder war es Ted vergönnt, die politischen Geschicke Amerikas bis ins hohe Alter zu lenken. Hochbegabt war er und voller Makel, schreibt die New York Times in ihrem Nachruf. Doch am Ende seines Lebens wurde er von seinen Anhängern verehrt, als einer der letzten Giganten des politischen Washington. Wie John und Robert findet auch Edward Kennedy seine letzte Ruhe auf dem Soldatenfriedhof Arlington. Das Ende einer politischen Dynastie. Die vielen Söhne und Töchter, die Nichten und Neffen des Kennedy-Clans, konnten oder wollten ihm auf dem Weg zu Macht und Ruhm nicht folgen. 50 Jahre haben Jack, Bobby und Ted Kennedy die Politik Amerikas geprägt. Mit Tatkraft, Stärke und Visionen. Doch die Familie hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Der Fluch der Macht. Ich finde es dumm, von einem Fluch der Kennedys zu sprechen. Ich sage nein, sie sind gesegnet. Sie sind intelligent.
Sie haben einen Willen. Sie wollen etwas erreichen. Sie wollen ihren Mitmenschen helfen. Das ist kein Fluch. Das ist ein Segen. Ein Segen für uns alle. Mit John F. Kennedy hat etwas angefangen, das bis heute nicht zu Ende ist. Nur 1000 Tage war er an der Macht und hat doch die Welt verändert. A new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days. Nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin.